Soll ich nochmal? Der Huster kommt nicht rein. Babsi F. fragt: Hi Stefan, danke für diese Serie. Was mich interessieren würde, wie ist Susanne mit der ganzen Sache umgegangen oder wie hat sie sich auch mit ihrem, in Klammern, Fehlverhalten, also mit ihrem Verhalten auseinandergesetzt? Ja, kann ich nur spekulieren, habe ich keine Informationen drüber, aber anzunehmen ist, dass sie sich gar nicht damit auseinandergesetzt hat. Das ist ein Mensch, der sehr viel verdrängt hat. Ich gehe davon aus, dass sie sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Und ich habe ja viel Scheiße gebaut. Für sie war das dann recht leicht zu sagen, guck mal, der hat so viel Scheiße gebaut. Ich bin hier die kleine, ich bin die Person, die daran keine Schuld hat. Also ich gehe davon aus, dass sie das so geregelt hat und einfach verdrängt hat. Ne? Also ich habe da nie was gehört. Aber wie gesagt, das fällt in das Reich der Spekulation. Wir hatten ja auch nie ein klärendes Gespräch. Von daher kann ich das auch nicht sagen. Night of the X schreibt: Was denkst du, wie Susannes Familie auf die Veröffentlichung der Geschichte auf YouTube reagiert? Welche juristischen Folgen hatte die Drogenfahrt in der Schweiz? Das habe ich ja gerade beantwortet. Was denkst du, wie Susannes Familie auf die Veröffentlichung der Geschichte YouTube reagiert? Weiß ich nicht. Ich habe keine Informationen, keinen Kontakt. Ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht. Ich mache das hier nicht für Susannes Familie, sondern es hat ja einen größeren Rahmen und so. Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. So, dann die nächste Frage. Santa Claus schreibt: Wer wäre Stefan heute, wenn er Susanne nicht kennengelernt hätte? Ja, diese Frage kommt hier auch häufiger vor. Das kann man sich immer fragen, was ist, wenn dies nicht passiert wäre oder das nicht passiert wäre in meinem Leben? Hätte ich hier doch lieber ja und dort nein gesagt? Ich habe mir das abgewöhnt. Klar kam am Anfang, habe ich ja auch darüber berichtet, als ich in Spanien war, dass ich daran gedacht habe, was wäre denn gewesen? Aber ich habe mich mit meinem Schicksal angefreundet, so auch mit der Vergangenheit. Ich habe mich auch mit dieser Vergangenheit versöhnt. Sie gehört zu meinem Leben und ich bin ja heute der Mensch, auch durch die Erfahrung, die ich gemacht habe im Leben. Sonst wäre ich nicht der Stefan, der hier sitzen würde. Dann hätte ich kein Buch geschrieben. Dann gäbe es die Serie Komm lieber tot nicht. Das sind auch Dinge, die mir sehr viel Freude machen und so. Von daher ist das alles okay. Also ich denke nicht jeden Morgen oder jeden Tag dran, Mensch, was wären wir immer noch glücklich. Das hat keinen Sinn, weil wenn man sich nicht mit seinem Leben, auch mit der Geschichte, auch mit den Dingen, die man falsch gemacht hat, irgendwie auseinandersetzt und auch ein bisschen versöhnt, dann ist man immer unzufrieden mit seinem jetzigen Leben. Und das wollte ich einfach nicht. Ne? Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, das gehört dazu und akzeptiere das. Ne? Also diese Fragen, vielleicht kommen die hier nochmal, ist eigentlich immer die gleiche Antwort. Ne? Wir kommen hier, wir haben so ungefähr zwei Personen das Gleiche gestellt. Ich lese sie kurz vor, in Utereo. Hallo Stefan, hast du Kinder? Und wenn ja, wie sehen sie deine Geschichte? Oder Janis Engelhorn fragt, hast du in deinem Leben darüber nachgedacht, Kinder zu haben, auch wenn deine Kindheit schrecklich war? Also ich habe keine Kinder und ich bereue das nicht. Klar, ich könnte immer noch Kinder haben, aber es ist so, dass es in meinem Leben immer wieder schwere Krisen gab und manchmal hört sich das ein bisschen egoistisch an, aber ich sag mir, meine Kraft, so meine Energie reicht gerade so für mich selbst und so. Mal geht's besser, mal schlechter. Und als ich meine bessere Hälfte kennengelernt habe, noch bevor wir zusammenkamen, sagte sie auch, Schatz, ich will keine Kinder. Und dann war das Thema irgendwie für uns nie wichtig und so. Also Kinder habe ich nicht und ja. Ich meine, um etwas weiterzugeben, man sagt ja oft, man hat Kinder, um etwas weiterzugeben. Es müssen nicht unbedingt die eigenen Kinder sein, es können auch das Weitergeben, wenn wir darüber sprechen, können auch andere Menschen sein. Also ist okay für mich, also ich habe keine Kinder, ist okay. NJ oder NJ schreibt, wirst du auf der Straße manchmal erkannt, also von Zuschauern der Serie oder Leuten, die dich vom Buch erkennen? Und wenn ja, wie hast du reagiert? Also bis jetzt ist mir das noch nicht passiert, also ich glaube, so viele Leute haben jetzt, die Serie ist ja nicht unbedingt Deutschland bekannt und wir haben auch kein Millionenpublikum. Wenn es passiert, passiert's. Bis jetzt ist das noch nicht vorgekommen. So, dann haben wir die nächste Frage von Sven Krüger. Wie läuft dein Leben eigentlich jetzt so ab? Beeinflusst deine Vergangenheit dich noch immer? Wie läuft mein Leben jetzt so ab? Also ich lebe so vor mich hin, sage ich. Bin ich ganz zufrieden. Es ist momentan alles okay. Und beeinflusst dich die Vergangenheit? Also was heißt beeinflussen? Mein Leben jetzt ist aus meiner Vergangenheit entstanden. Von daher gibt es immer eine Beeinflussung aus der Vergangenheit. Ne? Aber vielleicht meint ihr das in Richtung Erinnerung und sowas. Ja, die Erinnerungen kommen manchmal zurück. Damit lebe ich einfach. Das ist okay. Buttbuster. Meine Frage, wie wünschst du dir dein Leben für die Zukunft und welche Pläne und Ziele hast du und willst du noch erreichen?
Also das ist immer eine Frage, die abzielt auf den Moment jetzt. Es kann ja sein, dass ich in der Zukunft noch irgendwelchen Menschen begegne mit neuen Ideen. Also ich beziehe das mal auf jetzt. Welche Pläne hast du noch? Och, ich habe viele Pläne, ne? Also kleine Pläne, große Pläne. So ein Ziel von mir, ein Wunsch ist, den Jakobsweg zu gehen. Das da mit Harpe Kerkeling, ich bin da mal weg. Das würde ich gerne noch mal machen, aber nicht so in 3-4 Wochen, sondern ich habe den Wunsch mal, das zu machen, aber dann so 3 Monate mir Zeit nehmen. Und das ist ein großer Wunsch, den ich unbedingt noch machen will. Ne? Und ja, andere Pläne sind was weiß ich. Ich möchte Freunde treffen und dann möchte ich dies noch erleben und das noch. Also es gibt unendlich viele Pläne. So, dann haben wir noch eine Frage von Luca Lappen. Mich würde interessieren, was deine jetzige Freundin zu der Serie sagt. Unterstützt du dich dabei oder ist sie eher distanziert? Oh, was würde ich sagen? Also Unterstützung brauche ich da nicht, weil das mache ich hier alles selber mit dem Buch. Da brauche ich keine Unterstützung. Sie findet das cool, dass ich das mache, dass das so vielen Menschen bedeutet. Das beeindruckt sie auch sehr und freut sich darüber. Und was heißt distanzierter? Wir sprechen über diese nicht, weil das ist eine alte Beziehung, eine Beziehung aus der Vergangenheit. Ich habe sie später kennengelernt und ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass sie sich da groß auseinandersetzt mit. Also wir thematisieren diese alte Beziehung kaum. Das ist alles ganz okay. Und ist das auch nicht so, dass sie dann, wenn sie mich dann bei YouTube sieht, sie schaut sich die Folgen auch an und ganz begeistert, boah, ich habe dich bei YouTube gesehen. Nein, brauche ich nicht. Also wie gesagt, für diese Sache, die ich mache, das gehört zu mir und das mache ich ohne sie. Ja. Hasendampfer, dank Vimeo habe ich schon längst durchgehört und bis heute hätte ich nicht warten können, okay? Vielen Dank. Mich interessiert, ob du heute noch manchmal über deinen Vater nachdenkst oder dich in irgendeiner anderen Form mit ihm beschäftigst. Und zweite Frage ist, in welchem Stadtteil treibst du dich meistens so rum, wenn du in Osnabrück bist, also in Osnabrück, damit ich weiß, wo ich die Augen aufmachen muss? Also Osnabrück bin ich gelegentlich, eben weil da die Produktion sitzt von Sequence. Weiß nicht, meistens treibe ich mich rund um den Dom herum oder im Unikeller. Aber in Osnabrück bin ich sehr selten. Also mich dort zu treffen ist eher unwahrscheinlich. Und ja, denke ich an meinen Vater. Gut, ich bin Kind meines Vaters, aber das ist so weit weg. Ich weiß nicht, ob ich das aktiv verdränge. Aber ich habe lange nicht an meinen Vater gedacht und sowas nicht. Nein, mit dem Vater habe ich irgendwie so keine Beziehung, gar nichts. The Big Giants. Erstmal vielen Dank für all die intensiven Folgen und die geile Serie. Ja, vielen Dank fürs Lob. Hat mich extremst gefesselt und ja, danke. Hier habe ich noch ein paar Fragen. Okay, welche Musik hörst du? Und wenn du heute noch mal die Möglichkeit hättest, mit Susanne über alles zu reden, was würdest du ihr sagen? Also wie gesagt, ein Wunsch von mir, das hatte ich ehrlicherweise gesagt, mit ihr ins Reine zu kommen, das mal nach Jahren sich zu begegnen. Das wäre ein Wunsch gewesen, in Frieden auseinanderzugehen. Das hatte ich aber gesagt, aber das wird leider nicht mehr passieren. Welche Musik hörst du? Ich höre eigentlich alles sehr gerne. Es hängt von der Stimmung ab. Kann auch Klassik sein, Pop, Rock, alles eigentlich. Ne? Hauptsache, ich kann mitgrooven, mitsingen oder der Text ist gut. Früher war ich ein Fan, voll der Groupie, Depeche Mode, weiß nicht, kennt die noch jemand? Das war so meine Welt, meine Musik. Und ich bin ein Kind der 80er und der 90er, also wenn ich die Musik im Radio höre, da bin ich irgendwie drin. Klaus Kafka S. fragt, du wolltest dich ja umbringen, indem du Schlafmittel überdosierst. Gab es noch andere Methoden, die du in Wägung gezogen hast? Da gibt es aber eine YouTube-Folge, wo ich speziell über die Methode spreche und warum nur diese Methode für mich in Betracht kommt. Das ist, glaube ich, Folge 27, Folge 28, nochmal gucken. Klar hat man über andere Methoden nachgedacht, die kamen aber für mich nicht in Betracht. Auch Schienensuizid beispielsweise nicht, weil ich da berichte. Ich war Augenzeuge, wie eine Frau vom Zug überrollt wurde und das ist ziemlich grausam. Und dann kam auch noch ein Sanitätswagen an. Sanitäter stiegen aus und liefen da rum und aus diesem Triebwagen, der stand da vielleicht 100 oder 120 Meter weiter und da Leute stiegen aus und liefen auf dem Bahndamm rum. Und ich habe dann meine Mutter gesehen, die hatte sich ins Auto gesetzt, die war völlig apathisch, zitternd, saß da hinterm Lenkrad. Ne? Und ich stand da einfach rum. Und dann kamen die so einen Leichenwagen an. Ne? Die brachten so Boxen raus, so kennst du ja so Metallboxen, so oben so halbrund mit so Griffen. Und die gingen dann an dem Bahndamm entlang. Nicht? Und ich stellten dann diesen Sarg da ab. Und dann war das das sah aus wie Grillzangen, nicht? So längliche Zangen die mit beiden Armen und sowas. Und dann fing der eine an und hob das Bein. Dieses abgehackte Bein von der Frau und legte das in den Sarg. Und also sprich,
ab Knie abgetrennt und da waren noch die Nylonstrümpfe dran und ihre braunen Halbschuhe nicht. Und dann noch das nächste Körperteil, nee, so in Fetzen, nicht? Und das ist ein Bild, das vergisst du nicht.